Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal den Hauptbildschirm der Massensteuerung vorstellen. Das ist dieser hier, also nach dem Einschalten blinkt Home und Easter Button. Home blinkt, weil ich das so eingestellt habe im Setup, dass er nach dem Start das Homing anfordern soll. Der Easter Button, der blinkt immer, den muss man dann quasi einmal auslösen und wieder öffnen, damit die Steuerung weiß, dass dieser auch funktioniert. So, und das Homing löse ich ganz einfach mit Ctrl-Alt-Home aus. Sollte man ja sowieso machen, wenn man die Fräse anschaltet. Von daher kann man das auch ganz gern im Setup so einstellen, dass er das Homing anfordert. So, warten wir kurz, bis er fertig ist. So, das war jetzt die Nummer mit dem Tool Change. Okay, also wir haben hier das Hauptfenster, wo er jetzt die Maschine genullt hat. Y ist auf 430, weil er eben auf 430 mm gefahren ist zum Ausmessen des Werkzeugs. Ja, ich kann ihn jetzt auch auf 0 wieder zurückfahren, das zeige ich euch gleich mal. Wir fangen mal oben an. So, das sind drei Alarme. Hier erscheint ein Alarm, je nachdem, was gerade anfällt. Door closed ist eben, wenn man einen Türkontakt hat, ja, und den auch konfiguriert hat, dann wird er hier anzeigen, Tür offen, Tür zu und der E-Stop. Also hier oben habt ihr eure G54 Workspace-Koordinaten. Die könnt ihr quasi nullen, wie ihr lustig seid. Ja, die Maschinenkoordinaten betrifft das natürlich nicht. Die sind hier und die sind immer fest nah am Homing. Hier auch A und B, die Drehachsen. Dann haben wir hier die Spindel, Drehzahl in Umdrehung, in Frequenz und welche Richtung sie gerade läuft. Denn wie gesagt, die Maschinenkoordinaten. In diesem Fenster scrollt der G-Code durch oder der NC-Code, den man gerade fräst. Und hier kann man eben die Spindel von Hand steuern. Einmal gegen den Uhrzeigersinn, Stopp, mit dem Uhrzeigersinn, Stopp. Hier läuft natürlich jetzt nicht, weil keine Geschwindigkeit hinterlegt ist. Mit diesem Knopf könnte man sein G-Code-Programm in einem Block in die Steuerung laden. Ansonsten holt sich immer dann sequenziell vom USB-Stick. Was da jetzt der Vorteil ist, weiß ich jetzt auch nicht. Denn Coolant, da kann man eben die Kühlflüssigkeit oder die Minimalmengenschmierung übersteuern. Denn Go to Work Origin, da fährt er eben diese eingestellten Nuller fährt er dann an, außer Z. Z bleibt oben oder Z bleibt da, wo er gerade ist. Jump to Line, da kann man innerhalb des G-Code-Programms sagen, wenn man jetzt abgebrochen hat, fahr nochmal ab der Zeile los. Das ist ganz interessant. Hier schreibt er zum Beispiel hin, in welcher Zeile das letzte Programm abgebrochen wurde. Ja, also entweder durch einen Stromausfall, durch Drücken des Notausschalters. Er merkt sich die letzte Zeile. So, dann könnte ich jetzt sagen, Jump to Line, jetzt war ich hier bei 407, ich sage, geh mal auf 405. Natürlich muss ich vorher das richtige Programm laden, weil das weiß er nicht. Geht auf 405 zum Beispiel und dann fährt er nach und nach erst X, Y und dann Z an und dann legt er genau da weiter, wo er abgebrochen oder aufgehört hat. Also es ist ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn man einen Fräser abbricht. Ich habe gerade zwei Stück gekillt, aber das ist ein anderes Thema. So, Jump to Line hatten wir. Denn Cycle Start ist ganz normal der Startbefehl, dass er das geladene Programm starten soll. Escape ist eben Stopp, Abbruch. Rewind ist, um innerhalb des G-Code-Programms oder NC-Programms wieder in die erste Zeile zu springen. Und MDI ist ein Fenster, wo man quasi G-Code-Befehle eingeben kann. Ja. Kann man hier aufrufen und dann hat man hier noch gewisse Unterfunktionen. Hier kann man den G-Code eingeben, zum Beispiel G0, G1-Befehle, was auch immer.
Dann kann man hier die Kühlung an- und ausschalten, also die Minimalmengenschmierung. Dann kann man hier eine Clamp, das ist eben ja irgendwas, was die Z-Achse festhält, so eine Bremse quasi, kann man hier einstellen. Dann kann man die Z-Achse auf 0 hochfahren, alle Achsen auf Home bringen und man kann definierte Outputs, die man vorher im Setup eingestellt hat, kann man hier auch nochmal ja, irgendwie starten, auslösen. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen am Schlauch, weil die Software, ich habe jetzt gerade eine neue Software aufgespielt und da ist dieses Fenster neu. Das soll eine History sein für die vorherigen Befehle, die man mal eingetippt hat. Ich werde das mal ausprobieren. Und zwar, natürlich jetzt blöd. Ich werde den mal irgendwo hinfahren. Warte mal. So, denn wenn ich jetzt hier eingebe G0Z, ach Quatsch, G0Z0, ah ja, okay, G0Z5, so, jetzt habe ich zwei Befehle eingegeben und die kann ich, ich gehe mal davon aus, kann ich nicht. Okay. Ah ja, alles klar. Da kann ich jetzt mit den Pfeiltasten in dieser Liste navigieren und dann sagen Run. Okay. Wenn ich den auslöse, speichert er denselben Befehl nochmal in der Liste. Gut. Wie dem auch sei. Das ist jetzt eben die Liste, kann man mit den Pfeiltasten durchnavigieren und eben dahin fahren lassen. Das war eigentlich gar nicht schlecht. So, das ist das MDI-Fenster, eben für Einzelbefehle. Das zweite Fenster ist das Jog-Fenster. Ja. Und auch nur in diesem Fenster kann man die Fräse von Hand verfahren. Bin jetzt auf Y, fahr ich mal dahin. So. Null den ganzen Kram mal. Wenn ich jetzt auf ein anderes Fenster gehe, geht nicht. Also man muss sich immer in dem F3 Fenster befinden. Das kann man übrigens auch über die F-Tasten abrufen. Kann man dann wieder mit diesem MPEG-Controller fahren oder eben mit den Tasten im Step-Mode oder Continuous-Mode. Also Step-Mode, dann fährt er eben quasi immer nur ein Step ab. Continuous, drückst du drauf, fährt er so lange, bis du loslässt. Jetzt geht mit X und Y, Home. Home muss man länger drücken, dann fährt er in den Home-Bereich, ist klar, Z, A und B. Und in diesem Bereich ist auch das Probing drinne. Probing ist eben mit dieser ominösen Platte und der Krokoklemme. Ich zeige euch das mal kurz. Klemme ran. Könnt ihr das sehen? Ich habe jetzt, mir fehlt eine dritte Kamera. Ich will jetzt die andere Kamera nicht bewegen, weil sonst, ich habe gerade den Monitor einigermaßen reingekriegt. Ich könnte die Kamera ja mal drehen. Und da kann man sich jetzt verschiedene Bereiche auswählen, wo er die Probe ziehen soll. Also jetzt wäre jetzt außen die Außenkanten, das wäre die Z-Probe. Was anderes interessiert mich auch nicht. Also wenn ich jetzt den auf Probing gehe, fährt er runter, bis er Kontakt hat, fährt nochmal kurz runter. Und dann hat er seinen Wert quasi ermittelt. Abzüglich der Platte, die tippt man nämlich hier ein, in Z-Offset, wie dick diese Platte jetzt wirklich ist. Aber das ist noch nicht gespeichert. Dann muss man erst ZZ sagen. Dann hat er den Wert gespeichert, wo jetzt Z0 ist. Also wenn ich jetzt die Platte wegnehme und gebe ins MDI-Fenster ein, G0
G0, Z0 habe ich ja noch. Hallo? Ach so. G0, Z0 habe ich ja noch. Dann fällt ja die Fräse eben entsprechend auf 0. So viel dazu. Das war der Jogscreen. Da kann man eben auch die Feedrate etc. einstellen. Tools and Works of Work Offsets. Da kann man seine ganzen Fräser etc. hinterlegen. Verschiedene Offsets nutze ich irgendwie überhaupt nicht. Brauche ich nicht. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Conversational ist das Fenster, um simple Jobs direkt mit dem Controller zu programmieren. Man kann hier also verschiedene Operationen einstellen. Ja, das wäre jetzt quasi eine Face Cut ist einmal planen. Profile Cut ist eine Tasche, aber eben, dass die Tasche stehen bleibt und rundherum weggefräst wird. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Rectangle Pocket ist eben eine viereckige Tasche und Circular Pocket ist eine runde Tasche. So, und dann kann man jetzt eben, wenn man jetzt zwei runde Taschen nimmt, eine eckige dazwischen, kann man eben so ein Langloch zu sich zusammenbauen. Und da gibt man eben an, welches Tool er nehmen soll, Drehzahl, Feed Rates, Start, Ende. Ja, ist ganz nett, aber ja, brauchen, also bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht. Ich habe es ja auch noch nicht so lange, aber naja, nice to have. Ja, und wie dem auch sei, wenn man das eben fertig hat, dann wird der G-Code auch auf dem USB-Stick gespeichert, von dem man den laden muss. Also der startet jetzt nicht direkt den G-Code aus, ja, von seiner Software aus. Er erzeugt quasi G-Code, NC-Code, den er auf den USB-Stick speichert, den man dann auch wieder laden muss. Zeige ich euch jetzt den Ladebildschirm. Eben ganz einfach, man hat die Dateien vom USB-Stick. Die man entsprechend in den Controller laden kann. Das ist zum Beispiel eine Datei, ich habe ein Schild gefräst für meinen Sohn, der ist gerade 18 geworden. Man sieht es eben in der Draufsicht, ja, mir reicht es. Mit Position des Fräsers und ja, wenn man das jetzt hat, könnte man den Fräsen starten. So, das war eine kurze Übersicht über die verschiedenen Ansicht-Bildschirme des Muscle Controllers. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Auf Instagram findet ihr mich auch und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.